Ich bin Regelaltersrentner und arbeite weiter. Muss ich was wegen dem Hinzuverdienst beachten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wenn jemand eine Regelaltersrente erstmals bezieht und er geht weiter arbeiten, dann gibt es praktisch zwei Dinge, die er zu beachten hat. Erstens, eigentlich muss er gar nichts beachten. Denn im Grundsatz heißt es, der Hinzuverdienst wird bei Aberreichen, Vollendung, Lebensalter, der Regelaltersgrenze nicht mehr an die Rente angerechnet. Wenn er aber möchte oder wenn sie möchte, dass der Hinzuverdienst weiter rentenversicherungspflichtig Beiträge erwirtschaftet, muss er zwingend bei seinem Arbeitgeber auf die Versicherungsfreiheit verzichten. Er muss also schriftlich dem Arbeitgeber sagen, ich möchte, dass du weiter von meinem Bruttoentgelt Rentenversicherungsbeiträge als Arbeitnehmerbeiträge an die Rentenkasse zahlst. Das nennt man Verzicht auf die Versicherungsfreiheit. Mit diesem Schreiben tritt dann die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rente wieder ein. Das gilt auch dann, wenn Sie die Regelaltersgrenze erreicht haben oder erstmals eine Regelaltersrente beziehen und weiterarbeiten. Folge dieser Versicherungspflicht ist, dass Sie weiterhin Entgeltpunkte oder beitragspflichtiges Einkommen in Ihre Rentenkasse gutgeschrieben bekommen. Und das erhöht Ihre Altersrente. Und zwar wird einmal im Jahr dann praktisch alles das, was Sie an Einkommen haben, zusammengerechnet, daraus werden Entgeltpunkte berechnet und dann gibt es sogar noch einen Zuschlag von 6% obendrauf. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich darüber im Klaren wird, wenn ich meine Regelaltersgrenze erreicht habe oder die Rente erstmals beziehe, will ich weiterarbeiten, möchte ich ein höheres Netto haben, also versicherungsfrei bleiben oder möchte ich versicherungspflichtig bleiben, dass mir also von meinem Netto entsprechende Beiträge abgezogen werden, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Das ist eigentlich das, was Sie beachten müssen, wenn Sie Hinzuverdienst haben und die Regelaltersrente beziehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.